Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste auf dem Forum. Ich habe mich nochmal zu Wort gemeldet, weil ich klarstellen wollte, einerseits vielleicht im ersten Redebeitrag, dass es hier nicht um Grundbild der Stadt Kassel geht, Trinkwasserbrunnen einzurichten, sondern dass die europäische Richtlinie umgesetzt wird, dann dann vorher eine Stadtverordnete nochmal erwähnt zu haben. Also das ist wichtig. Wir als Linke begrüßen natürlich auch eindeutig die Errichtung von Trinkbrunnen. Da geht es natürlich um Verantwortung für die Bürgerinnen der Stadt, der Besucherinnen, aber auch des Menschen, heißen Sommern, aber auch sonst Zugang zu Trinkwasser, sauberem Trinkwasser haben. Und das ist ein Menschenrecht. Eine Sache in der Vorlage, die vielleicht noch stärker zu betonen ist, sind, wie bereits auch schon genannt, der Fokus auf Sportplätze zu stellen. Viele Sportplätze sind auch öffentliche Sportplätze, wo keine Vereinsheime sind, wo keine Infrastruktur gegeben ist. Auch da ist es wichtig, dass Menschen, die dort Sport treiben, Wasser bekommen, dass man vielleicht die Prioritätenliste ein bisschen nach oben bringt. Was auch schon genannt wurde, wir aber auch nochmal stark machen wollte, war natürlich die Beteiligung der verschiedenen Beiräte. Die Beiräte haben natürlich die Expertenmeinung in dem Bereich und auch da sind die Anmerkungen ganz wichtig, dass die wasserspendenden Einrichtungen so barrierearm wie auch nur möglich ist zu errichten. Und das waren die Punkte, die wir in dem Bereich stark machen wollen. Dankeschön.